Okay, let's go. Die Halle ruft, es geht endlich wieder los und ihr bekommt jetzt mit der Top 10 vom Wochenende schon mal so einen kleinen Einblick, was euch diese Bouncehouse-Saison erwartet. Wir fangen an mit vielleicht der Überraschung des Wochenendes. Niemand hatte die Netzhoppers davor auf dem Zettel und jetzt musst du sie nach 3 Tagen schon mit dem Textmarker markieren, auch dank solcher wilder Ballwechsel. Luke hat in Hersching seine Fußstapfen hinterlassen, James Shaw soll diese jetzt füllen und legt mit diesem Monsterschmiss los. Wir bleiben bei den Bayern, den neuen Zuspieler haben wir euch eben vorgestellt und auch auf Mitte gibt es ein neues Gesicht in Hersching. Herzlich willkommen im Bouncehouse, Maciej Boris. Sprung ins Finale am Sonntag zwischen Berlin und Friedrichshafen und was war das direkt für ein Schlagabtausch der beiden Giganten gleich zu Beginn dieser Saison. Die erste etwas längere Rallye in diesem Top 10 Video und auch Dirk und Felix sind teilweise nur am Staunen. Diagonal ist raus. Ja, aber den... Ach, wieder auch so ein Duck geballert. Oh. Ist der Ball besser von Böhm? Oh. Wow, die Reaktion. Oh, stark. Und jetzt erstes Tempo. Nee, Kopf. Ei, was für ein Ballwechsel, ey. Wahnsinn. Beide Seiten. Und wieder live dieses Gefühl in der Halle zu kriegen mit dem Applaus. Wahnsinn. Von der Highlight Rally zurück zur Einkraterung. Viele, viele neue Gesichter bei uns im Bouncehouse, von denen es einige schon geblickt haben, worauf es denn wirklich ankommt. Nämlich auf solche Hits. Bestes Beispiel Xander Kiczynski. Das gefällt dir, hä? Ja, das gefällt mir. Ey, die Passage ist ja wohl geisterkrank. Was passiert hier gerade? Was? Ihr bekommt nicht genug von dem Jungen? Na dann hier, bitteschön. Und weiter geht das fröhliche Schulterwarmmachen. Michael Superlack für den VfB auf 3,5 die Linie runter. Aber die besten Highlight-Clips sind dann doch die, wo beide Teams ihre Momente haben. Erst ist es Moritz Eckhardt mit einem gigantischen Defense-Kontakt und dann auf der Gegenseite Philipp John mit einem ganz feinen Winkel. So, zum Abschluss gibt's jetzt natürlich noch die beiden spektakulärsten Ballwechsel von diesem Wochenende und die hatten es wirklich in sich, aber davor machen wir einmal kurz Pause und geben denjenigen, die es aus irgendwelchen Gründen noch nicht getan haben, kurz Zeit, diesen Kanal hier zu abonnieren. Der Rest darf gerne ein Like da lassen, einen Kommentar schreiben und dann kann's weitergehen. Ja, Chat, ich weiß, die Saison ist eigentlich noch nicht mal richtig losgegangen, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob wir diesen Winter nochmal einen heftigeren Ballwechsel als diesen hier jetzt sehen werden. Nachgeschmissen im Block, Wahnsinn. Und da. Boah! Ja. Nein, der ist noch drüben, Wahnsinn. Und der ist ruhig. Nein, das ist der Goal zu geil. Der ist stark. Was für ein Ballwechsel. Oh, tut aus. Das war's also vom ersten Bouncehouse Cup und am Samstag ist dann auch die Liga dran. Um 16:30 Uhr geht's los, live auf Twitch und bis dahin dürft ihr euch gerne noch ein bisschen die Zeit in der Endcard vertreiben.